So, meine Damen und Herren, liebe Zuschauer von Oskar am Freitag TV, dem Gotha Lokalfernsehen. Sie sehen schon, es ist dunkel. Sonntagabend, ich stehe hier im Theo Neubauer Park in Bad Tabberz und neben mir ist einer, der heute eine Wahl gewonnen hat. Nicht ganz überraschend, aber sagen Sie uns doch mal das Ergebnis, Herr Ottmann. Also es sind am Ende 98,2%. Allerdings muss man natürlich dazu sagen, es gab keinen Gegenkandidaten. Von daher war es jetzt nicht so überraschend, dass es deutlich wurde. Aber ich freue mich über das Ergebnis von 98% natürlich sehr. Ja, bei einer Wahlbeteiligung von immerhin bei einem Kandidaten von 41,2%. Ja, irgendwas um 40%. Da bin ich auch recht froh. Es gab schon Wahlen mit mehreren Kandidaten, ja, wo man am Ende auch nicht über 50% Wahlbeteiligung gekommen ist. Von daher muss ich zur Kenntnis nehmen, die Tabberzer sind ein sehr, sehr wahlfreudiges Volk und das freut mich natürlich auch. Es ist eine Bestätigung der vergangenen 6 Jahre? Na, das Ergebnis mit 98%, denke ich schon. Ich hatte vor 6 Jahren 75%. Die Bestätigung kam jetzt, denke ich, ein paar Wochen vor der Wahl. Weil dadurch, dass kein anderer kandidiert hat, dann darf man ja nicht so viel falsch gemacht haben, beziehungsweise die Kandidaten haben gesagt, oder wer möglicher Kandidat gewesen wäre, hätte eben gesagt, ja, der soll es weitermachen. Und von daher denke ich, dass das schon gut ist und ich freue mich auch darüber, dass es anerkannt wird. Wie ist der Wahlkampf gelaufen? Sie haben ja trotzdem einen Wahlkampf gemacht. Der ist ein bisschen verkürzt gelaufen, als Einzelkandidat kein Wunder. Aber was haben Ihnen die Tabberzer da gesagt? Ja, also man hat verschiedene Rückmeldungen bekommen. Ich habe jetzt einen Flyer gemacht, ich habe Plakate gemacht und ansonsten habe ich es dabei belassen. Wichtig war mir, dass ich den Leuten aufzeigen konnte, was wir in den letzten Jahren gemeinsam geschafft haben. Und ich lege sehr, sehr viel Wert auf dieses Gemeinsam, weil Politik ist für mich nicht der Bürgermeister allein, sondern der Bürgermeister ist nur ein Teil zwischen Verwaltung, Gemeinderat und der Bürgerschaft. Und von daher muss ich sagen, wir haben relativ viel für so einen kleinen Ort in den letzten 6 Jahren zusammengebracht. Und ich glaube auch, dass es in den nächsten Jahren so weitergehen kann. Ja, bleiben wir mal nicht bei der Vergangenheit. Die Wahl hat ja gezeigt, dass die Leute es durchaus gutiert haben. Aber was steht in den nächsten 6 Jahren an? Die Zeiten werden ja, Corona lässt grüßen, nicht einfacher. Ja, Corona hat für ein bisschen Unsicherheit gesorgt, das ist korrekt. Aber ich glaube definitiv, dass Bad Tabberz keinen Grund zum Pessimismus hat. Wir sind gut aufgestellt, wir sind ein Ort mit einer ganz, ganz tollen Infrastruktur. Wir haben ein Bad, wir haben das Kokuna, wir haben den Aussichtsturm, wir haben den Kletterwald, wir haben viele Leistungsträger im touristischen Bereich. Wir können uns über jetzt wieder sehr hohe Übernachtungszahlen freuen und das freut mich natürlich besonders. Und von daher denke ich, dass die nächsten Jahre für uns doch sehr, sehr interessant werden können. Spannend werden können, aber dass hier für Tabberz eine gute Zeit sein werden. Aber Bad Tabberz ist noch lange nicht durch, ne? Nein. Das heißt, wo liegen die Fallstricke? Naja, Bad Tabberz, wenn man über Bad Tabberz redet, dann redet man natürlich nicht nur über die schöne Landschaft und die tolle Infrastruktur, sondern muss man immer sagen, dass das Geld hier sehr knapp ist. Wir sind aus den 90er Jahren noch sehr, sehr hoch verschuldet. Dennoch denke ich, dass man das in den letzten Jahren nicht gesehen hat. Man hat gesehen, dass viel gebaut wird, dass sehr, sehr viel investiert wird. Wir haben sehr, sehr viele private Investoren gefunden. Die Gemeinde hat aber auch selbst sehr viel investiert. Und so soll es weitergehen. So planen wir zum Beispiel die Erschließung eines großen Baugebietes mit 25.000 Quadratmetern mitten im Ort. Und das soll uns wirklich viel bringen, sehr helfen, weil wir brauchen Einwohner. Wir wollen definitiv unser kleines Ortszentrum erhalten und wir wollen weiter wachsen. Das dient der Wohnqualität. In dem vergangenen Jahr, als es noch gar nicht um Corona ging, ging ja auch eine mögliche Fusion mit Waltershausen durch die Schlagzeilen. Wie sieht der Stand heute aus? Ist das für alle Zeiten vorbei? Na, ich denke, das kann keiner sagen. Es kommt ja auch immer darauf an, was das Land macht. Das Land ist ja eigentlich Urheber der Diskussion um kommunale Zusammenschlüsse. Aber ich glaube zumindest, dass die Gemeindeverwaltung, diese kleine Verwaltung, gezeigt hat, dass sie die Ortsbelange wirklich in jedem Sinn im Blick hat, sehr, sehr vielseitig agiert. Und wir reden in Tabberz über einen sehr leistungsfähigen Ort. Also das muss man tatsächlich feststellen. Wir haben, wie gesagt, eine hohe Schuldenlast. Auf der anderen Seite hat die Gemeinde in den letzten Jahren 11 Millionen Euro investiert in das Bad, eine neue Bibliothek gebaut, ein Sportlerheim jetzt gerade befindet sich im Bau. Wir haben das Tabs aus der Insolvenz geholt. Also es wird sehr, sehr viel gerade errichtet. Und ich glaube, dass die Tabberzer das auch zur Kenntnis nehmen.
Eine Frage bleibt dann natürlich noch. Wir haben ein paar kleine Interviews gemacht, auch für die Printausgabe. Die haben wir jetzt nicht veröffentlicht, sondern es ging um ein Meinungs-, ja, ich sag mal so, das Erheben eines kleinen Meinungsbarometers. Und was wir gemerkt haben dabei, die Leute sind durchaus stolz auf den Ort. War nicht immer so, vor allem Anfang der Nullerjahre, als das Tabs dann das erste Mal stark in den Schlagzeilen stand. Ist das auch ein Erfolg Ihrer Arbeit? Ach, das ist wie gesagt ein Erfolg der gemeinsamen Arbeit. Bad Haberts hat gesagt, wir wollen kämpfen, wir wollen uns weiterentwickeln und auch wenn das was kostet. Und so haben wir in den vergangenen Jahren eben auch die Steuern anheben müssen. Wir haben sehr, sehr auch schwierige Entscheidungen treffen müssen. Die Bevölkerung stand dahinter, ja, und jetzt hat man gesehen, was man gemeinsam geschafft hat. Und wie gesagt, ich will es nicht übertreiben, aber das Glas ist definitiv halb voll und nicht halb leer. Gutes Schlusswort, Herr Ortmann. Wie lange wird es heute noch gehen? Ja, also ich sag mal, beim letzten Mal ging es weit bis nach Mitternacht. Da war es allerdings auch ein bisschen spannender. Da gab es noch zwei Gegenkandidaten. Aber ich denke, so wie ich unsere Leute hier kenne, es ist eine lustige Runde und es kann sich ein bisschen ziehen. Na dann, viel Spaß, meine Damen und Herren. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.